Heute zeige ich euch den erweiterten Modus eines Freifunkrouters, welche einzelnen Registerkarten es gibt und was ihr auf ihnen einstellen könnt. Ich bin Little Ben, willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir hatten schon die Konfiguration eines Freifunkrouters besprochen. Das Video verlinke ich euch hier oben. Da könnt ihr dann nachschauen, was die grundlegenden Schritte sind zur Einrichtung eines Freifunkrouters. Heute möchte ich darauf eingehen, was es noch an erweiterten Konfigurationen gibt. Dazu schauen wir hier in den Konfigurationsdialog. Ihr könnt diesen Dialog erreichen, indem ihr 3 Sekunden auf der Rückseite auf den WPS-Reset-Knopf drückt, wenn der Router im normalen Freifunkmodus ist. Dann startet er neu und ist erreichbar unter der Adresse 192.168.1.1. Wichtig ist, ihr müsst dabei euren Computer mit einem direkten Kabel an den Freifunkrouter an die LAN-Ports anschließen. Meist sind das die gelben Ports. Das alles ist geschehen. Hier oben, ich bin schon auf der Seite, habe ich die Adresse aufgerufen und wir sehen die Konfiguration. Das ist noch ein unkonfigurierter Router. Das heißt, hier sind Standardinformationen drauf. Um den erweiterten Modus zu erreichen, gibt es hier oben den Knopf Erweiterte Einstellungen. Wichtig ist, wenn ihr in den erweiterten Modus wechselt und dort Sachen speichert, wieder zurückwechselt, sind alle Informationen, die ihr hier am Anfang eingegeben habt und die noch nicht gespeichert waren, weg. Ja, wenn ihr hier unten aber auf Speichern drückt, wird gleichzeitig neu gestartet. Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr in den erweiterten Einstellungen was machen wollt, dann klickt zuerst auf die erweiterten Einstellungen. Ich werde mit euch jetzt die einzelnen Registerkarten hier durchgehen. Und wenn ihr damit fertig seid, konfiguriert unter den Standardeinstellungen, wie der Router heißen soll, welche Koordinate er haben soll und so weiter. So, wir sind hier im erweiterten Modus. Die erste Registerkarte ist eine Informationskarte, Info. Da gibt es die Informationen über den Router, wie er heißt. Das ist das, was ihr auf der ersten Seite eingebt. Das wird sich auch noch ändern. Dann steht hier der neue Name, die MAC-Adresse des Routers, Hardware-Modell. In unserem Fall ist es ein WR1043ND V2. Aktuell ist die Cluon-Version 2017.1.6 installiert. Das ist unsere lokale oder unsere Community-Firmware 0.10.0 mit dem Datumstempel. Wir sehen, dass die Seite oder die Community die Freifunk Westpfalz ist. Und ihr seht hier den öffentlichen VPN-Schlüssel, der bei einigen Communities an die Community übermittelt werden muss, damit der Router ein Fast-D-Tunnel aufbauen kann oder einen Tunnel. Manche benutzen auch andere Tunnel-Software. In unserem Fall ist dieser Schlüssel nicht notwendig. Ihr müsst ihn uns also nicht per E-Mail oder so übermitteln. Die nächste Registerkarte ist der Remote-Zugriff. Hier könnt ihr einen SSH-Schlüssel oder ein Passwort eingeben, mit dem ihr euren Freifunkrouter über SSH erreicht. Aus dem Freifunknetz oder, sofern euer Freifunknetz ins Internet geroutet ist, V6 freigeschaltet ist zum Beispiel, dann ist der Router die Konfigurations- oder die Shell, die SSH-Oberfläche, auch über das normale Internet erreichbar. Deshalb ist es wichtig, dass ihr hier kein Pipifax-Passwort eingebt, sondern wirklich was mit Hand und Fuß. Ja? Idealerweise solltet ihr hier einen SSH-Schlüssel generieren. Den könnt ihr dann hier eintragen und speichern oder halt ein Passwort angeben, das doppelt eingegeben werden muss. Ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, dass man auf den eigenen Router kommt. Allerdings müsst ihr mit dem Passwort wirklich ein bisschen Obacht geben. Wenn ihr was eingebt, immer gleich auch auf Speichern drücken. Die nächste Registerkarte ist das private WLAN. Das ist nicht bei jeder Community mit in der Oberfläche drin. Das ist ein Package, das freigeschaltet werden kann. Wir haben es bei uns drin. Das bietet einfach die Möglichkeit, dass vom eigenen Freifunkrouter oder von dem Freifunkrouter, der mit dem Internetanschluss verbunden ist, also wo hinten am Freifunkrouter im blauen Anschluss euer Internet an, euer privates Heimnetz drin steckt, dass das quasi als zusätzliches Netz über den Freifunkrouter, und zwar nur über diesen, nicht über die Mesh-Router, die noch angeschlossen sind, dass dort euer privates WLAN mit ausgestrahlt wird.
privat. Das heißt, ihr könnt einen Schlüssel angeben, da kommt nur ihr rein. Deshalb habt ihr hier die Möglichkeit, eine SSID anzugeben, also das, was im Handy, im Laptop oder sonst wo als Name vom Netz angezeigt wird. Und ihr könnt einen Schlüssel angeben, also WPA2-Schlüssel, der dann zur Verschlüsselung dieses privaten WLAN-Netzes dient. Hat wirklich absolut nichts mit Freifunk zu tun, sondern es wird eine Bridge direkt zu eurem privaten Netz aufgebaut. Die Registerkarte WLAN ermöglicht euch, entweder das Client-Netz oder das Mesh-Netz zu deaktivieren. Das heißt, das Client-Netz ist das, was für alle zur Verfügung steht, wo sich jeder anmelden kann. In unserem Fall ist das westpfalz.freifunk.net oder halt die SSID, die eure Community hat. Wenn ihr das Häkchen rausmacht, dann ist dieses Netz abgeschaltet. Das Mesh-Netz ist das Kommunikationsnetz zwischen den Routern, das vom Freifunkrouter ausgesendet wird, damit sich andere Freifunkrouter verbinden können. Das ist ein Ad-Hoc-Netzwerk. Das würde ich euch empfehlen anzulassen, es sei denn, es gibt wirklich Gründe, die dafür sprechen, dass ihr es ausschaltet, weil ihr eine große Installation zum Beispiel habt, in der die Airtime schon stark belegt ist und ihr das Meshnetz zum Beispiel über LAN-Kabel verteilt, dann könnt ihr das hier ausschalten. Allerdings wäre es, um den Gedanken von Freifunk aufrechtzuerhalten, schon fair, wenn ihr das zumindest im Außenbereich das Meshnetz anhabt, damit Nachbarn sich mit eurem Freifunkrouter verbinden können und ihr halt über die Mesh-Funktionalitäten beidseitig verfügen könnt. Hier ist, solltet ihr 5 GHz haben, dann habt ihr hier noch eine zweite Rubrik, die eben diese Häkchen doppelt für den 5 GHz Teil. In dem Fall ist es nur ein 2,4 GHz Router, deshalb habe ich die nur zweimal. Außerdem habt ihr hier die Möglichkeit, die Sendeleistung zu verringern oder zu verändern. In den meisten Fällen langt es hier, wenn ihr Standard eingestellt lasst. Manchmal ist es sinnvoll, die Sendeleistung, wenn ihr viele Router habt, die Sendeleistung etwas zu verringern, damit sie sich nicht gegenseitig so stark stören. Oder bei Ubiquiti-Geräten ist hier ein bisschen die Sendeleistung anzupassen. Aber im Wesentlichen sind das die Werte, die von OpenWRT oder LEDE hier mit eingesteuert werden und die für einen Router richtig sind, damit sie in Deutschland eben keine Übertretung der erlaubten maximalen Sendeleistung ermöglichen. Also habt das immer im Hinterkopf, hier könnt ihr das verändern, aber im Regelfall seid ihr mit dem Standardwert ganz gut bedient. Ein Hinweis noch, der hier auch mit draufsteht auf der Seite, solltet ihr eine andere als die standardmäßig installierte Antenne an einem Router installieren, eine, die mehr Gewinn macht, müsst ihr, um die Grenzwerte in Deutschland einzuhalten, natürlich die Sendeleistung entsprechend reduzieren, damit ihr nicht über die erlaubten Grenzen kommt. Ja, die nächste Registerkarte ist Netzwerk. Hier habt ihr die Möglichkeit, die IP-Adresse zum Beispiel, die euer Router in eurem privaten Heimnetzwerk habt, zu bestimmen oder eben Mesh auf verschiedenen Konfigurationen einzustellen. Sollte euer Heimnetzwerk mit IPv4 laufen, habt ihr hier die Möglichkeit, automatisch, also DHCP oder statisch zu wählen. Ihr könnt es auch deaktivieren. Wenn ihr statisch wählt, dann gibt es noch zusätzliche Felder, die es ermöglichen, die IP-Adresse, die Netzmaske oder das Gateway einzugeben. Gehen wir hier mal zurück. Bei IPv6 ist es ähnlich. Da gibt es die DHCP-V6-Variante oder auch statisch. Da wäre dann die V6-Adresse einzugeben oder halt auch deaktivieren. Je nachdem, wie das in eurem Netzwerk vonstatten geht. Wichtig ist, dass letztlich euer Router eine IP-Adresse in eurem Heimnetzwerk hat, ob statisch oder per DHCP oder Router-Advertisements, das bleibt euch überlassen, er braucht halt eine Adresse. Hier könnt ihr noch DNS-Server statisch angeben, habe ich noch nie gemacht. Ich nehme an, dass man einfach dann die Adresse angibt, indem er die Namensauflösung machen soll, die der Router braucht, um die Freifunk-Gateways zu finden. Also nicht das, was im Freifunknetz ist, das regelt die Konfiguration in unserem Netz, sondern halt, dass der Router unsere Gateways findet. Mesh auf dem WAN-Port oder Mesh auf dem LAN-Port. Zu dem Thema Mesh möchte ich euch ein eigenes Video machen, das werde ich dann, wenn es soweit ist, oben verlinken.
Wichtig ist im Wesentlichen für diese zwei Häkchen, ihr habt den WAN-Port und den LAN-Port. Die LAN-Ports, meistens sind es gelbe und blaue Ports. WAN ist der Port, an den normalerweise euer Internet angeschlossen ist, und LAN, wo dann Clients angeschlossen sind, die per Hardware, per Kabel ins Freifunknetz kommen. Das ist der Default, also auf den gelben Ports habt ihr normalerweise Freifunknetz und der blaue Port ist der Uplink. Der WAN-Uplink und die gelben Ports die LAN-Ports. Wenn ihr nun das Meshnetz auf einen von diesen Ports legen wollt, dann müsst ihr hier auf der Seite die entsprechenden Ports aktivieren. Das heißt, wenn ich hier das Häkchen auf WAN-Port setze, dann wird auf dem blauen Port das Meshnetz liegen. Dann könnt ihr einen Router per Kabel mit einem anderen WLAN-Router verbinden und die zwei unterhalten sich über dieses Kabel miteinander. Dann könnt ihr natürlich keinen Uplink mehr an das blaue Netz anschließen. Deshalb sind, wenn ich das mache, in der Regel die gelben Ports die Ports der Wahl. Ich setze das Häkchen auf LAN-Port und kann dann über diese vier Ports vier unterschiedliche Router mit Meshnetz direkt verbinden. Das kann über einen zusätzlichen Switch gehen, sollte aber ein getrenntes Netz sein. Also nehmt nicht das Meshnetz und speist es in euer privates WLAN oder in euer privates LAN-Netzwerk ein. Das führt nur zu Problemen. Also ein getrenntes Netz, eventuell ein VLAN, wenn ihr einen Switch habt, der VLAN-fähig ist, aber es sollte ein eigenständiges Netz sein. Letztlich, wenn ihr dann andere Router habt, also der erste Router ist hier angeschlossen auf LAN und der zweite kann dann, das Kabel geht zum zweiten Router und kann dann auch, egal wo es reingeht, muss dann halt entsprechend Mesh on LAN oder Mesh on WAN aktiviert sein. Hier haben wir noch eine zweite Community-spezifische Karteikarte, Registerkarte, Mesh VPN, wo wir dem Routerbetreiber die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte den Tunnel, den mein Freifunkrouter zu den Gateways aufbaut, verschlüsselt haben. Das ist hohe Sicherheit. Oder ich möchte auf hohe Geschwindigkeit gehen und verzichte dabei auf die Verschlüsselung. Die Verschlüsselung ist eigentlich nur dazu da, dass der Internetanbieter, euer Internetanbieter nicht unbedingt in den Traffic reingucken kann oder auch Attacken passieren können. Ja, Man-in-the-Middle-Attack oder so. Müsst ihr selbst wissen, standardmäßig sind wir hier bei der Verschlüsselung auf hohe Sicherheit. Wenn ihr nichts macht, stets auf verschlüsselt. Ihr könnt, wenn ihr sagt, ich möchte aber, dass mein Anschluss komplett genutzt wird und mit mehr Geschwindigkeit genutzt wird, dann könnt ihr das hier anklicken. Automatische Updates, da könnt ihr einstellen, in welchem Branch, in welchem Entwicklungszweig eure Firmware nach Updates sucht. Standardmäßig ist das Häkchen aktiviert, das heißt, der Router aktualisiert sich, sofern neue Firmwares vorhanden sind, automatisch. Das passiert immer nachts zwischen 4 und 5 Uhr, wenn die Firmware freigegeben wurde. Hier könnt ihr halt, wie gesagt, die verschiedenen Entwicklungszweige nutzen. Stable ist der, der standardmäßig eingestellt ist, der halt am meisten getestet ist und für den regulären Einsatz gedacht ist. Dann gibt es die Beta-Phase, da ist teilweise etwas neuere Firmware vorhanden, also die Firmware durchläuft immer diese drei Schritte und wird halt mehr und mehr getestet, wobei Nightly nicht jede Nacht passiert, sondern immer nur, wenn es neue Firmware zur Verfügung oder neue Firmwarequellen gibt. Wenn ihr im Beta mitmachen wollt, dann empfehle ich euch, auf die Mailingliste euch einzutragen oder in unserer Telegram-Gruppe zu sein, damit bei Problemen ihr entsprechend Rückmeldungen geben könnt. Ansonsten lasst es in der Standardeinstellung aktiviert und stable, meine Empfehlung. Es sei denn, ihr seid gewillt, da ein wenig mehr Zeit zu investieren, wenn mal was gemacht werden muss. In der Regel funktionieren die Firmwares. Ja, also wir hatten einmal was, wo wir an der Konfiguration ein bisschen Probleme hatten, aber das haben wir auch durch entsprechende Updates wieder hinbekommen. Ja, dann gibt es noch den Punkt Firmware aktualisieren, da habe ich euch ein eigenes Video zugemacht, das werde ich auch hier oben verlinken. Im Groben müsst ihr die Firmware-Datei hochladen, könnt die Konfiguration beibehalten oder den Router komplett neu machen, Datei hochladen und
Der Router boot danach neu und ihr kommt hier in diesen Konfigurationsmodus. Ja, soweit zu dem Thema erweiterter Modus. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema mit der Konfiguration in diesem Modus habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vergesst nicht, den Abonnieren-Knopf zu klicken und das Glöckchen anzuklicken. Dann bekommt ihr immer dann eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade zum Thema Freifunk, WLAN oder Amateurfunk. Also, bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.